Nichts leichter als das. So, schauen wir uns weiter um hier. Folgen wir erstmal der Straße. Hier scheint schon mal ein Friedhof zu sein. Für die Ehre von Ammen. Oh, da kommt uns jemand entgegen. Berun Gastkill. Guten Tag, ich habe ja hier in eurer Gruppe gesehen. Daher müsst ihr wohl die Abenteurer sein, die ich erwartet habe. Ich bin Berun Gastkill, der Bürgermeister von Nashkill. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Schade, dass ich eure Bekanntschaft unter so widrigen Umständen machen muss. Was genau ist eigentlich das Problem hier? Also mit den, wir sind ein bisschen höflich einfach. Außerdem redet er eh mit Khalid. Das sieht man hier an der Farbe der Zahlen vorne. Ich kann kaum glauben, dass ihr es nicht selbst erraten habt. Habt ihr von dem Eisenmangel gehört? Nashkill ist stark davon betroffen. Unsere Mine ist praktisch geschlossen, weil fortwährend Bergarbeiter verschwinden. Gut, das ist uns neu. Und das wenige Erz, das wir noch bergen können, auch irgendwie verdorben ist. Ich würde ja gerne die Garde der Stadt vorbeischicken, aber wir brauchen sie hier, um unsere Bürger vor den Räuberüberfällen auf unsere Karawane zu schützen. Wir müssen unbedingt herausfinden, was in dem Minensicht der Stadt nicht stimmt. Ich tue, was ich kann. Für meinen Zeitaufwand brauche ich eine angemessene Entschädigung. Nein, ich tue, was ich kann. Wir sind nicht geldgierig. Auch wenn wir das Geld gebrauchen können, aber wir machen keinen Profit aus dem Leid anderer Leute. Danke, die ganze Stadt wird euch danken, wenn ihr uns helfen könnt. Berun Gastkill, das Stadtoberhaupt. Also erstmal, der Händler von Nashkill hat uns das Gold versprochen, wenn wir es schaffen, einen Winterwolfspelz zurückzubringen. Und Berun Gastkill, der Stadtoberhaupt von Nashkill, hat mich um Hilfe gebeten. Ich soll zu den Minen südlich von Nashkill gehen und herausfinden, warum dort Bergarbeiter verschwinden. Irgendetwas dort vergiftet außerdem das Erz, sodass daraus gefährliche Gegenstände leicht brechen. Wenn wir herausbekommen, was dort unten vor sich geht, ist das vielleicht der erste Schritt, die Auswirkungen der Eisenknappheit zu stoppen. Ja, kein Problem. Und hier sind ganz schön viele Zitate auf den Grabsteinen. Also zum Beispiel, Tiere sind wir, damit wir nicht zu Tieren werden. Das sind teilweise, glaube ich, Sprüche der Entwickler. Hier ruht Rick, dem schon immer ein paar Tassen gefehlt haben. Ja. Ross, der langhaarige Hypigatiator, tot. Aber er war so jung und schön. Oh ja. Das hatten wir schon. Mike, ich fühle, wie mein Körper zum hellen Licht aufsteigt. Halt jetzt, Väter. Ach, zur Hölle. Hier ruht Kelly, ein Atheist. Fein hergemacht, weiß nicht wohin. Naja, kommen Atheisten in den Himmel oder in die Hölle? Dean, die schlanke, fiese Tötungsmaschine ist tot. Ja, das sind halt so Sprüche der Entwickler gewesen. Ich glaube, da sind sogar teilweise Referenzen auf die Entwickler mit drin. Und das hier ist der Tempel von Helm. Helm ist einer der mittleren Götter in der vergessenen reiche Welt. Der Gott des Schutzes, um genau zu sein. Ah, kühne Abenteurer an unserer Tür. Ah, wagemutige Abenteuer an unserer Tür. Helm schützt die gesamten Reiche und seine Diener. Steht zu eurer Verfügung. Der Wachsame ist bereit, euren Gebrechen Abhilfe zu schaffen und somit den unnachgiebigen Blick des großen Anführers abzulenken. Natürlich für eine angemessene Gabe. Wir wollen uns doch gegenseitig unseren guten Willen beweisen, ihr versteht schon. Helm wacht über euch und unseren arm verirrten Bruder Brage. Von dem haben wir schon mal gehört. Einen besseren Kommandanten der Garde wird man diesseits von Am gewiss nicht finden. Eine verblüffende Wandlung für jemanden, der so fromm war wie er. Ohne das Wirken von Kräften der Finsternis ist eine solche starke Veränderung gar nicht denkbar. Wenn er einem bösen Einfluss unterliegt, wäre es vielleicht das Beste, die harte Gerechtigkeit des Militärs eine Zeit lang auszusetzen. In der Garnison wird er keine Zuflucht finden, doch wenn er sich in den Tempel gegebe, nun, er muss um der Wiedergutmachung willen nicht notwendigerweise mit dem Leben bezahlen. Kann ich euch in irgendeiner Weise behilflich sein? Also er appelliert darauf, sollten wir Brage finden und ihn lebendig nach Nashkill zurückbringen können, dann sollen wir ihn zu ihm bringen, dass er ihm helfen kann. Weil er nicht daran glaubt, dass Brage wirklich wahnsinnig geworden ist, sondern dass irgendjemand ihn manipuliert.
Ja, was für Dienste bietet ihr an? Also hier könnten wir Heiltränke kaufen. Aber mit dem wenigen Geld, was wir haben, können wir das vergessen. Und wir könnten theoretisch Sachen identifizieren, aber das ist auch nicht notwendig. Gut. Wir verlassen den Tempel erstmal wieder, weil wir hier noch weiter nichts machen können. Und folgen mal weiter der Straße. Naschkel ist übrigens auch nicht gerade klein, wie man sehen kann. Also es geht das ganze Feld aus, für das ganze, die ganze Karte aus. Also gibt es hier viel zu erkunden und das werden wir auch alles erkunden, wenn es denn geht. Geht zur Seite, Bürger! Ja, der redet auch vom Brage. Ja, Nalim beim Tempel von Helm scheint zu glauben, dass Brage unter der Einsicht seiner bösen Macht steht. Wenn ich ihn dorthin zurückbringe, wird er für seine Verbrechen vielleicht nicht getötet. Manche glauben, dass Brage unter einem bösen Zauber steht. Das ist natürlich möglich. Nun gut, wenn das auch der Helmpriester glaubt, dann könnte da sogar was dran sein. Hier sind Kinder, die spielen. Und hier ist noch jemand, der interessant aussieht. Ihr seid schon wieder da. So schnell. Und der tut so, als ob er uns kennt. Nein, sprecht nicht weiter. Es käme mir nie in den Sinn, euch nur einen Augenblick auf eure verdiente Belohnung warten zu lassen. Als ich vom Rat erfuhr, dass man Grauwolf damit beauftragt hatte, die Wälder von dem Räuber Tornquin zu befreien, wusste ich, dass die Gerechtigkeit rasch ihren Lauf nehmen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schnell gehen würde. Aber wer sonst könnte es sein, der durch die Stadt schreitet und so aussieht wie ihr? Ich bitte euch, diesen kärglichen Betrag von 200 Goldmünzen sowie den tiefen Dank aller Einwohner von Naschke anzunehmen. Das machen wir sicher nicht, weil wir sind nicht Grauer Wolf. Wir sind kein Kopfgeldjäger in dem Sinne. Deswegen sagen wir, da müsst ihr euch irren. Ich bin nicht die Person namens Grauwolf. Behaltet euer Geld, es gehört mir nicht. Ihr seid nicht Grauwolf, der Kopfgeldjäger? Heiliger Helm, jetzt hätte ich fast einen wildfremden Menschen 200 Goldmünzen in die Hand gedrückt. Der Hauptmann darf nichts davon erfahren, sonst zieht er mir das Fell über die Ohren. Ich danke euch für eure Ehrlichkeit, Fremder, die keineswegs selbstverständlich ist. Das hat aber einen anderen guten Punkt für uns. Wir haben den Ruf der Gruppe verbessert. Und können mal ins Tagebuch schauen. Ein Mann namens Ublek hat mich in Naschke mit einem Kopfgeldjäger namens Grauwolf verwechselt. Es hat mich ein wenig Gold gekostet, ihn aber davon abgehalten, einen kostspieligen Fehler zu machen. Das kann ja nur Gutes bedeuten. Genau. Wir haben jetzt einen Ruf von 12, das heißt, Sachen sind günstiger. Ich glaube, mit jedem Rufpunkt, den es steigert, kriegen wir sogar 10% Rabatt. Hey, der Mann hier sieht aus wie ein Kämpfer mit dem Schwert in der Hand. Bist du Grauwolf? Steht auf und tretet vor, damit euch mein Hamster besser sehen kann. Ob das Grauwolf ist, der mit einem Hamster rumrennt und komisch spricht? Ich bezweifle es. Wenn es nämlich Grauwolf gewesen wäre, da oben hätte jemand 200 Goldmünzen für dich. Du hättest es vielleicht mit uns teilen können. Nein. Also. Was sagt er? Du hast recht. Busi scheint uns freundlich gesonnen zu sein. Mit wem redet er da? Seid gegrüßt, wir sind Minsk und Bu. Ich sehe nur dich. Bist du jetzt Minsk oder Bu? Wir kommen von weit her, dieses Land hier zu erkunden. Doch ist uns nun die mir zum Schutze befohlene Düner hier von Gnollen geraubt worden. Also ja, so wie er aussieht, kommt er aus Rashima. Das ist ein Land, was weiter im Osten liegt. Und ja, Dyna hier klingt nach einer Rashima-Hexe. Das sind mächtige Hexen. Das heißt, hat ein bisschen eine Anlehnung an Zigeuner, könnte man schon sagen. Aber ja, Minsk hier will seine Dyna hier retten und braucht wohl dabei Hilfe. Ich bin ihnen auf der Spur und wenn ich sie erwische, ziehe ich ihnen die Ohren lang, bis sie Dyna hier freilassen. Gesellt euch zu uns, auf das die Baden für dahin die Heldentaten von Minsk und Bo sowie ihren Freunden besingen. Entschuldigt bitte, aber sprecht ihr mit einem Nager? Also, wir wissen jetzt schon mal, er spricht mit einem Hamster. Bo ist mein treuer Tiergefährte, auch wenn man es zuerst nicht recht glauben mag.
Also, er ist ein Waldläufer. Oh nein, ich werde keinem Blumenkopf für die Schlacht folgen. Meine Wertschaft ist für einen Freund, aber ohne mich. Es ist nicht mein Problem. Das klassische Dilemma der Maid im Leid. Wer kann dazu schon Nein sagen? Ich kann's nicht. Chef Blutabenteurer, dem Buch, der einzige Miniaturriesenhamster des Reiches, ist euch wohlgesonnen. Er ist mein Freund und Gefährte, seit ich am Kopf verwundet wurde, und er wird zum Sieg führen. Okay, Vince hat ordentlich was auf den Deckel bekommen. Auf zur Festung der Gnolle im Westen. Zaudert nicht, wir müssen bald los. Vince hatte 2 Gold dabei, unglaublich. Tagebuch. Ich habe Minsk so gesagt, ihm bei der Rettung einer Freundin zu helfen. Sie wird in einer Gnollfestung festlich von Naschke festgehalten. Ja, da ist sie schon eingezeichnet. Hier gibt's also Gnolle. Gut. Und wir haben Minsk in der Gruppe. Den schieben wir schon mal etwas höher. So. Und da wir so schlau waren, den hier zu behalten, kriegt Minz den auch gleich mal angezogen. So, damit seine Rüstungsklasse etwas runtergeht. Minz ist wie gesagt ein Waldläufer. Stufe 1 noch. Mensch, neutral gut. Ihm fehlen ziemlich viele Erfahrungspunkte eigentlich. Also ja, ich habe verdammt viele Erfahrungspunkte durch den Prolog gekriegt, also Talisa. Bei den anderen ist es eher ausgeglichen. Außer bei Yahira, die hat einen dicken Batzen, weil sie halt mehrklassig ist. Minsk ist aber ein sehr guter Kämpfer, allein schon wegen seiner Stärke, kann er sehr viel schleppen. Und das mache ich mir gleich mal zunutze. Minsk, hier schlepp. Ja? So, dann können wir jetzt noch kurz hier reingucken in die Garnison. Und dann würde ich wirklich sagen, machen wir uns... Heda, wer hat euch gesagt, ihr könnt hier einfach reinkommen? Hier dürfen nur amnische Soldaten klein. Kleine Rotznasen wie ihr sind hier nicht willkommen. Los raus hier, bevor ich euch in den Hintern treten muss. Hey, tut mir leid. Wir wussten nicht, dass das hier die Kaserne ist. Wir verschwinden sofort. Gut, lauft mit eingezogenem Schwanz davon. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe wichtige Geschäfte nachzugehen. Geht mir aus dem Weg. Okay, er will uns rausschmeißen, aber in Wirklichkeit haut er selber ab. Beinahe unter meiner Würde. Okay, das hier ist die Garnison und du siehst aus wie der Garnisonskommandant. Das bist du vielleicht hoffentlich. Vielleicht hast du uns noch was zu sagen. Geht zur Seite, Bürger! Geht weiter, Bürger. Okay. Geht zur Seite, Bürger! Und du, ich muss mich für den Gemütszustand entschuldigen, in dem ich mich befinde. Die ganze Garde trauert nach wie vor über den Verlust von Kommandant Brage. Okay, von dem haben wir es schon wieder gehört. Brage war ein beliebter und angesehener Mann. Das Verhalten, das er seit kurzem an den Tag legt, ist für alle unverständlich. Was? So. Beinahe unter meiner Würde. Also bevor wir die Stadt hier nach Osten, nach Süden verlassen, Richtung Minen. Lass mich gehen oder die Wache bekommt dich. Okay, die ist schon mal nicht freundlich. Ich habe gehört, dass es in Baldur's Tor die weichste Seide und feiße Stoffe geben soll. Das muss ja eine wichtige Handelsstadt sein, wenn es da so wertvolle Waren gibt. Man hat mir erzählt, dass man dort fast alles kaufen kann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Baldur's Tor da oben ist nicht klein. Gut. Jetzt suchen wir uns erst einmal einen Weg über den Fluss hier, gehen Westen, da wir ja zur Gnollfestung wollen. Oh, der hier sieht aus wie ein Magier. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Haltet ein! Ich benötige die Dienste eurer Gruppe. Ich bin der Zauberer Edwin und ich bedarf eurer Hilfe. Ja, die sind sehr brauchbar. Okay, wer schon so zu sich selber brabbelt, dass wir es auch noch verstehen, der ist schon mal nicht sehr sympathisch. Ich möchte, dass ihr eine Hexe für mich tötet. Die Hexe Dyna hier. Minsk müssen wir kurz mal zurückhalten. Der sieht jetzt den nämlich jetzt schon ein bisschen hungrig an. Sie ist eine heimtückische Hexe, doch mit eurem Beistand sollten sich alle Schwierigkeiten ausräumen lassen. Möchtet ihr mir behilflich sein? Mit euren mörderischen Plänen will ich nichts zu tun haben. Warum wollt ihr den Tod dieser Frau? Soll ich sie töten, ohne zu wissen, wofür? Also ja, er sagt, sie ist eine Hexe, aber ist sie das wirklich?
Deswegen hinterfragen wir das erst einmal. Ehrlich gesagt, ja. Das ist nicht eure Angelegenheit. Ihr müsst nur das tun, was euch aufgetragen ist. Und ansonsten keine Fragen stellen. Wie lautet die Antwort? Ich werde nichts unternehmen, bevor ich nicht die Fakten kenne. Ich lehne ab. Sieht so aus, als müsst ihr mir jemand anderen suchen. Jemanden mit etwas heikler Arbeit umzugehen weiß. Fort mit euch. Ich habe keine Zeit für so etwas. Mein Gefühl sagt mir, dass wir ihn nochmal wiedersehen werden. Ach nö. Nuber. Hi, ich bin Nuber. Schön hier, hä?